Die Rede ist von Christian Preußer, ist der neue Trainer bei der Fortuna. Markus, du hast ihn auch schon nicht nur gestern erlebt, sondern eben seinen Werdegang. Warum ist das aktuell vielleicht genau die Bestbesetzung, nachdem man ja mit Funkel und auch mit Rösler doch relativ große Namen auch hatte? Es passt für meine Begriffe ein bisschen zu dem, was ich eben gemeint habe. Es stehen im Moment einfach Kraftnamen. Das hat gar nichts mit Qualität zu tun. Andere Vereine noch ein bisschen mehr im Fokus mit HSV, Werder, Schalke. Düsseldorf hat so ein bisschen diese Außenseiterrolle, die meiner Meinung nach nicht unangenehm ist. Und dazu passt er. Er bringt so eine Jungheit, eine Freundlichkeit, eine Leichtigkeit rein. Das ist sicher eine mutige Entscheidung, aber eine mit Kalkül. Der junge Mann hat gute Schritte gemacht über Erfurt und Freiburg. Mhm. Und das ist jetzt sein nächster. Und das, was er ausstrahlt, gibt den Entscheidern recht. Klaus Adolf, Sie haben gestern auch gesagt, Mensch, vielleicht ist Freiburg, wo er lange mit Christian Streich zusammengearbeitet hat, auch so eine Art Vorbild. Ist das, ohne ihm zu nahe zu treten, so eine Art Mini-Streich, der jetzt in Düsseldorf regiert? Ja, gut, diese Parallelen werden gezogen. Aber wenn wir gefragt worden sind, warum Christian Preußer, dann war die Tatsache, dass er in Freiburg an der Seite von Christian Streich gearbeitet hat, natürlich auch ein Grund. Ist doch klar, wenn man sich anschaut, wie werden Trainer jetzt rekrutiert, dann ist es oft die Leipzig-Schule, dann ist es Dortmund, die Erfahrung, die dort gemacht wird. So, aber auch Freiburg ist natürlich ein Standort, wo gute Arbeit geleistet wird und wo vielleicht sogar auch Parallelen zu Fortuna Düsseldorf da sind. Und von daher haben wir uns dieses Know-how, wollten wir uns auch dazu holen. Aber das nur am Rande, weil viel wichtiger ist natürlich, sind die Fähigkeiten, die wir sonst in ihm sehen. Und da hat er uns wirklich von Anfang an in den Gesprächen, die wir geführt haben, hat er uns überzeugt. Und die Fortuna muss in verschiedenen Bereichen neue Wege gehen. Das ist unter anderem sicherlich auch, was die Trainerposition angeht oder was die Arbeit angeht. Und da, glaube ich, ist Christian Preußer ein sehr gutes Signal. Peter, wie schwierig ist es dann als junger Trainer, der noch nicht die Reputation hat, sich bei so einem großen Verein eben die Anerkennung zu verschaffen? Das ist natürlich immer abhängig davon, was ist ausgegeben worden, was muss ich erreichen. Der Weg dahin sind logischerweise bei allem Erreichen Punkte. Wenn ich Punkte hole und dann überzeugend in der Trainingsarbeit bin, in der Ansprache bin, wenn die Spieler merken, dass der Trainer, egal ob jung oder alt, authentisch ist, dann hat er große Chancen, wenn das Umfeld mitspielt. Wenn Ergebnisse nicht stimmen, ist es eigentlich unerheblich. Unerheblich, ob du jetzt schon irgendwo in der Vergangenheit Erfolge hattest oder auch nicht. Status quo ist eben der, mit dem man konfrontiert ist und muss sich dann immer auseinandersetzen. Es ist natürlich im Nachhinein, werden diese Analysen ja immer gemacht, problematisch, einen Trainer zu verpflichten für ein großes Ziel, von dem man nicht weiß, ob er jemals ein ähnliches Ziel schon mal erreicht hat. Nur andererseits, irgendwann muss man starten und er ist gestartet. Bei Erfurt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber mit Freiburg aufzusteigen, ist mit Sicherheit nicht das Leichteste. Mit der zweiten Mannschaft, das nochmal zur Ergänzung. Mit der zweiten Mannschaft, ganz genau, in die dritte Liga aufzusteigen, das ist ein toller Erfolg. Und man sieht, und wenn Klaus Allofs jemanden einstellt, kann man davon ausgehen, dass sich nicht der den Jungen angeguckt hat in seiner Arbeit, sondern sich mit ihm auch in Bezug auf irgendwelche Systemfragen, taktische Fragen und ähnliche Dinge auseinandergesetzt hat, dann wird es schon der Richtige für Fortuna sein. Kann man ihm nur wünschen, dass die Ergebnisse auch entsprechend sind.